Moin, liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Far Cry 6. Wir machen jetzt hier weiter und sprechen erstmal hier mit unserem Verbündeten. Diese medizinischen Vorräte helfen uns, viele von der Guerilla wieder zusammenzuflicken. Gracias. Lucky weiß sie auch zu schätzen, selbst wenn sie es nicht zeigt. Und es war klug, La Moral mitzubringen. Dieses Lager braucht frisches Blut. Jetzt müssen wir an Lorenzo arbeiten. Die Hälfte der Abuelos hier hängt an seinen Lippen. Conron meinte, Lorenzo müsste nur mal eine Bio-Wiederanlage besuchen. Aber bring Lorenzo mal dazu, irgendwas zu tun. Das ist wie ein Laster durch den Schlamm zu ziehen. Seitwärts. Ich werde ihn ein bisschen daran erinnern, wofür wir mal gestanden haben. Und du bringst Bio wieder zu ihm. Du musst nur reinschleichen, Fotos von allem machen, was verdächtig ist, und abhauen. Für eine sogenannte Forschungseinrichtung haben die viel zu viele Waffen pro Laborkittel. Die haben was zu verbergen, Bebe Tigre. Und wir werden es Lorenzo ins Gesicht klatschen, was es auch ist. Ich hoffe, du kannst mit Kameras umgehen. Was sagt ihr Kids heutzutage? Kein Filter? Ja, keine Sorge, ich werde keinen Filter nehmen. Ja, gut, dann gehen wir mal zu der Anlage hin. So. Gut, nehmen wir mal den kleinen Heli hier. Und dann fliegen wir jetzt mal darüber. Wir kümmern uns um ein paar Fotos. So. Da hinten sehe ich auch schon die Anlage. Hier sind diese ganz großen Felder wieder, wie sie aussieht. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht bald nochmal so eine Aufgabe haben, wo wir die zerstören sollen. Aber nun gut, erstmal dahinter. Mal sehen, wie wir das angehen werden jetzt mit dem Ziel, ob wir da reinschleichen werden oder einfach alle ausschalten und dann die Fotos nochmal gucken. Ich werde auf jeden Fall erstmal zusehen, dass ich da ein bisschen daneben lande. Bei dem Feld ungefähr. Und dann vielleicht am Anfang erstmal leise reingehen, vielleicht. Bebe Tigre, wo du gerade bei der Anlage bist, ich möchte, dass du jemanden für mich suchst. Wen? Sie heißt Gabriela und stammt aus dem Fischerdorf. Sie hat uns Essen und Vorräte gebracht. Lorenzo hat sich immer über ihre Tattoos und die gefärbten Haare lustig gemacht. Wir haben uns über ihre... Okay, hier haben wir eine Anweisung, wie das geht mit den Fotos machen. Gut. Und Wir weiter. haben uns über ihre Besuche gefreut, aber irgendwann hat sie uns eröffnet, dass sie Yara verlassen wird. Danach kam Gabriela nie wieder. Mein Nachbar glaubt, dass er sie bei Bio wiedergesehen hat. Tattoos und gefärbte Haare. Ich halte die Augen offen. Gracias. Ich fürchte, dass was Schlimmes passiert ist. Vielleicht ist sie ja hier eingesperrt. Mal sehen. So, einmal interagieren. Sehr gut. So, ich hole einfach mal das Handy raus. Das war es, was die Mörder von 67 Jahren mit ihrer Revolution brachten. Und dasselbe wollen sie heute wieder anrichten. So, ich fotografiere hier einfach mal viele Sachen. So, wir gehen mal weiter. So, das erstmal mitnehmen. Ja, und ich denke auch, wir räumen erstmal hier auf, bevor wir so richtig ans Fotos machen denken. So. Hier herum. So, perfekt. Vielleicht mal kurz die Truppen fotografieren. Habe ich genug getan, dass ich verdiene, was Präsident Castillo mir und meinem Land schenkt?
Wow. Na super. Das war ein bisschen auffallend jetzt hier. Aber nun gut. Vielleicht auch mal so einen Käfig hier fotografieren. Gut. Gucken wir uns mal hier weiter um. Mal sehen, ob die Freundin von denen noch hier irgendwo ist. Ihr habt gehört, wie sie beim Essen oder einer Partie Domino geflüstert. Ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass sie hier ausgeschaltet worden ist. Und dass wir dann das fotografieren müssen und das halt dann dem Typen zeigen müssen. So, komm schon. So, und irgendwie kann man hier in diese Lagerhalle rein. Da würde ich gerne erstmal reingucken, nämlich. Na, leider habe ich noch keinen Eingang gefunden. Vielleicht erstmal hoch auf das Dach davon. Die Geräusche kamen von da drin. Ja, hier drin ist jemand. Gut, dann müssen wir dann gleich mal gucken, wie wir dort reinkommen. Ich denke, wir räumen jetzt wirklich erstmal weiter auf und können ja erstmal hier noch das Zeug sammeln. Was ist das für ein roter Rauch? Ich kippe, glaube ich, was ins Wasser. Hey, dort liegt jemand. Okay, Kamera raus. Hier oben zeigt mir was an. Oh, da. Bitte. Die kippen auf jeden Fall irgendwas für diesem Giftzeug dort rein. Was zur Hölle ist in diesem See? Binga. So viele. Ach du Schreck. Viele Leichen im Wasser. Ich glaube, mir wird schlecht. Castillo, du beschissenes Monster. Ich brauche mehr Bilder. Mann, oh Mann. Krass, was der hier gemacht hat. Die armen ganzen Leute hier. Ich nehme mal an, die Leute sind wegen den Feldarbeiten, wegen dem Gift dort aufgegangen. Könnte ich mir zum einen auch gut noch mit vorstellen. Wieder dieses Geräusch. Hat hier hinten sind wohl Leute gefangen. Ja. Das ist die Freundin von denen. Was tun die diesen armen Leuten an? Ich brauche mehr Bild. Die Leute sind krank. Schwer krank. Was ist es, was sie mit all den Parias machen? So, jetzt müssen wir noch gucken, wie wir dort reinkommen. Was geht hier nur vor sich? Wie kommen wir hier rein in die große Halle? Hier! Ich habe kein gutes Gefühl an diesem Ort. Das Licht ist an. Ich frage mich, ob jemand zu Hause ist. Ja, die eine Frau, die eben dort lag, wo wir die Fotos eben gemacht haben, das war wahrscheinlich die Freundin von dem. So, wir müssen noch die anderen Beweise hier alle mitnehmen. Gibt's hier noch was? Nein, gut, dann gehen wir jetzt dort rein. Hier kommen wir gar nicht rein. Und hier drüben?
Auch nicht. Vielleicht sollte ich mal hier hochgehen. Dieser ganze Krebsbehandlungsschmerz. Wow. Was tun Sie diesen Leuten? Das sollte reichen, um Lorenzo zu überzeugen. Den miesen Typen. Hey Tigre, ich hab die Bilder. Du glaubst nicht, was sie unseren Leuten antun. Es ist schrecklich. Oh, ich kann es mir vorstellen. Aber wir müssen Lorenzo überzeugen. Und was ist mit Gabriella? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sie ist tot. Das dachte ich mir schon. Okay, bring die Fotos zurück ins Lager. Es wird Zeit, dass Lorenzo aufwacht. Gut, dann wollen wir mal. Ja, also ich glaube, das wird es ihm auf jeden Fall zeigen, dem Lorenzo. Ja, da wird er bestimmt seine Meinung ändern. Dann fliegen wir mal schnell dorthin. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie dann vielleicht Rache wollen für die eine Freundin dort. Oder vielleicht die Lager zerstören dann, ja. Auch möglich, denke ich. Na ja, gut, fliegen wir erstmal dort hoch. So, ab nach oben. Ich weiß nicht, ich fliege irgendwie voll gerne mit dem Ding herum. So, jetzt gleich auf jeden Fall hier landen. Jetzt rein da. Echt scheiße, dass so viele von diesen Legenden. Wir waren nur Kinder, El Tigre. Lorenzo, ich habe Fotos von dem Ort gemacht, den Honron erwähnte. Man muss wischen. Nach links. Sehen Sie frei für dich aus. Mierda. Das ist das, wogegen Libertad und La Moral kämpfen. Man kann uns dafür hassen, aber wenigstens tun wir was. Niemand hat das verdient, Lorenzo. Das passiert überall in Yara. Das kriegst du nur von diesem Berg aus nicht mit. Ich will das nicht mehr sehen. Ich habe nicht für Castillo gestimmt. Der Krieg ist vorbei. Das war Zeitverschwendung. Está bien. Du hast ihn erschüttert. Gut, Einsatz abgeschlossen. Mal sehen, ob wir gleich direkt nochmal einen Anruf reinkriegen. Ah, wir haben doch hier direkt noch eine Aufgabe. Wichtige Erledigungen. Wo ist die Mission? Huhu. Ah, da vorne. Geh zurück. Die Sache wird ernst. Wir müssen Leute zusammentrommeln. Und die nächsten Schritte planen. Okay. Gut, dann machen wir dorthin fix. Hier wird es ernst. Wir müssen unsere Leute zusammentrommeln und die nächsten Schritte besprechen. Dale. Gut, dann fliegen wir jetzt schnell darüber. Ja, also auf jeden Fall müssen wir es hinbekommen, dass die sich irgendwie verbünden. Diese eine Truppe dort in der Stadt mit denen hier oben auf dem Berg. Dass sie sich auf jeden Fall irgendwie verbünden miteinander, dass wir dann zusammen uns hier um den Feind kümmern in diesem Gebiet. Das ist auf jeden Fall wichtig. So viel steht schon mal fest. So, mal sehen, was dann jetzt dort passiert. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das Lager falsch gestürmt wird. Ich komme bei Lucky nicht weiter. Ich weiß, dass du deine Freunde gern kämpfen siehst. Aber es gibt viele junge Guerilleros in El Este, die du nicht erst überreden musst. La Moral? Das sind Kinder mit Waffen, denen es egal ist, wenn sie Unschuldigen schaden. Sie sind noch ungeschliffen, aber es ist ihnen sehr ernst damit, Castillo, Benitez und McKay zu erledigen. Du
Du bringst mich zum Nachdenken. Und wenn ich damit anfange, bedeutet das eigentlich, dass ich meine Meinung ändere. Okay, diese Halbstarken haben ein Hauptquartier. Wo ist es? Ich weiß nicht, ob ich es dir erzählen darf. Es gibt ein Passwort und... Ich finde es, Baby Tigre. Ja, nur ist halt jetzt auch nachts hier. Und wir hatten ja gehört, nachts sind ja die Feinde dort. Bei dem Lager. Die hatten ja irgendwie wie so eine Ausgangssperre, hatten wir ja gehört. Achtung, wer auch immer Sie sind. Okay, what? Hier ist noch eine militärische Flugabwehr irgendwo. Kurz auf die Karte gucken, wo ist sie denn? Ist sie da vielleicht schon markiert? Dort drüben wäre die. Ich glaube, dort will ich dann gleich direkt mal noch mit hin. Kehren Sie um, sonst schießen wir. Perfekt. Los, komm schon schnell dorthin. Aussteigen und los. Ja, nur muss ich da ein ordentliches Stück erstmal schwimmen. Das geht auch nicht allzu schnell hier. Aber dann kümmern wir uns mal noch ganz fix jetzt hier direkt noch um die Flugabwehr. Aua. Nein, ein Hai. Das hat mir noch gefehlt. Mit einem Hai zusammen im Wasser. Na ja, komm. Wir schwimmen mal schnell weiter. Aua. Nein, der Hai will mich essen. Ich bin nicht lecker. Iss mich bitte nicht. Oh, der wird gleich wieder zubeißen. Aua. Lass mich in Ruhe. Ich muss ans Ufer. Ja, schön, wenn ich das Lager dann eingenommen habe, dass dann hier irgendwie noch ein Boot wäre oder so, dass ich schnell rüberdüsen könnte. Das wäre wirklich super. Gut, zumindest sind wir fast drüben. Also so weit ist es gar nicht mehr. Das heißt, der Hai hört jetzt bald auch bestimmt auf, uns zu verfolgen, weil es halt nicht mehr so tief dann dort drüben ist, das Wasser. Für das Lager ist unser Rang nicht mal empfohlen. Aber egal, wir machen das einfach ganz fix. Wir müssen das ja nur ganz fix hochjagen. Schnell rüber. Augen auf, Danny. So. Supremo. Sehr schön. Bleiben Sie stehen. Wo sind die denn hinrennen? Ja. Also die KI sollte man manchmal besser nicht hinterfragen hier. Das ist manchmal, denke ich, besser. So, gib das fix her. Zack. Hier hinten ist sogar wirklich ein Boot, das ist ja direkt perfekt. Weil dann kann ich jetzt direkt wieder schnell rüber zu meiner Mission hinfahren. Ja, und dann ist jetzt hier der Luftraum auch direkt sicher. Das ist wirklich sehr gut. Wer weiß, vielleicht ist es sogar noch nützlich. Weil vielleicht hätten wir dann irgendwann noch sichern müssen für eine Mission oder so. Weil dann ist es direkt jetzt gesichert. Und dort hinten ist auf jeden Fall dieses Boot, was wir zuletzt auch... ja, angegriffen hatten, wo wir die Leute befreit hatten. So, einmal absteigen. Sind da. Ja, ich steck mal lieber meine Waffe kurz ein. Soweit ich weiß, dürfte jetzt eigentlich niemand draußen sein. Ah nein, die Straßen können wieder betreten werden jetzt. Okay, wir flitzen mal ganz schnell hier hinter. Ich muss da drüber.
Moment. Denk daran, dass heute Abend die Ausgangssperre in Kraft sind. Es wird dringend empfohlen, die von der Regierung jetzt drumherum muss ich. Irgendwie muss ich hier nochmal durch. Ich finde hier gerade einen Durchgang nicht. Ja, dann nehmen wir einfach das Dach und springen dann so darüber. Passt ja auch. Das passt ja auch so. Hep. Und rein da. Gute Arbeit mit der Rettung. Hab gehört, du hast Benitez den Arsch versohlt? Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen. Aber mein Schlachtfeld ist hier. Herrlich, ich will raus aus dieser Scheiße. Was ist hier los? Rudelbildung. Ein paar von unseren Freunden wollen aufgeben. Okay, hör zu! Es ist nicht wert, dafür zu töten. Und schon gar nicht dafür zu sterben. Wir sind jung. Wir sollten da draußen sein und saufen und vögeln. Die Schule schwänzen. Woo! Unsere Eltern und Großeltern haben unsere Zukunft schon gestohlen. Wieso sollte uns das jucken? Das habe ich immer gedacht. Und dann eines Tages spazierte Admiral Benitez in mein Klassenzimmer mit einer Waffe. Sie rief die Namen auf und wir traten vor. Einer nach dem anderen. Alvarez! Bermudez! Carrillo! Sie verlas ihre Vergehen. Demonstrieren, Flyer verteilen, einen Post von Clara Garcia liken. Fernandez! Jiménez! Peña! Ich lernte eine Lektion an meinem letzten Schultag. Man steht entweder auf der richtigen Seite der Geschichte oder auf der falschen Seite von Castillos Waffen. Weise Worte, Guerriera! La Moral braucht Mitglieder? Vielleicht. Was denn? Gibt's eine Altersbeschränkung? Ich werde bluten für La Moral. Wenn ihr mich nehmt. Willkommen im Krieg, Viejo. Wie schalten wir die Admiralin aus? Liegestütze! Das ist der erste Schritt zum Sieg! Das Grand Hotel, Danny. Fang da an. Da ist ein Konvoi, mit dem ich mich gern anfreunden würde. Nein. Wir brauchen Carlito. Liegestütze lügen nie. Du hast dir gerade in die Hand geschnitten. Bist du sicher, dass Liegestütze eine gute Idee sind? Was soll ich sagen? Deine Rede hat mich motiviert. Sieh! Der Teil, wo du dir die Waffe an den Schätzchen. Kopf hältst und abdrückst, das war irre! Das fand ich gut. Dani muss sich um unser kleines Problem im Hotel kümmern. Warum sagst du das nicht gleich? Gut, dann kümmere ich mich darum. Nur Carlito und das Hotel gehört uns. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier Schluss, Leute, mit der Mission. Wir haben verschiedene Ansichten, aber dasselbe Ziel. Nächstes Mal machen wir dann hier weiter. Schaltet da gerne wieder ein. Und ja, euch noch einen schönen Tag. Tschüssi.